Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Hunter Call of the Wild. Heute aus Hirschfelden. Da wollten wir beim letzten Mal hin, da sind wir angekommen und hier können wir weiterspielen. Ich bin ja schon mittlerweile an so einer Lodge irgendwo am See angekommen. Ich glaube, ich habe hier keine Mission mehr. Das heißt, wir können weg. Denn wir mussten hier an dem See zwei Fuchscalls tracken. Das habe ich getan. Ich habe auch mittlerweile die Map ein bisschen erkundet. Jetzt verschlichen wir mich aber ein bisschen weiter gehen Westen. Kurz überlegen, wo Westen ist, Freunde. Denn ich habe Missionen noch offen, ein paar. Und die werden wir versuchen jetzt zu machen. Zum einen, Sommer doch nicht so gut. Das ist eine Mission, ganz ehrlich. Da musste scheiß Rehduftstoff benutzen. Und der hat einfach Level 36 oder so, bis du den kaufen kannst. Und ich bin Level 17. Ja, warum kriegt man eine Mission, die einfach von den Rehlockstoff? Warum ist der so hoch? Das verstehe ich auch nicht. Also, keine Ahnung, vielleicht habe ich mich auch verguckt, aber ich konnte ja auf jeden Fall gerade nicht kaufen. Dann müsste man Wiesent erlegen. Und eine Blutprobe, das aber in Tichenau, glaube ich. Aber da bin ich noch nicht. Dann haben wir noch einen in Schönfeld. Da müssen wir zwei Dammhirschrufe identifizieren. Das machen wir auch nicht. Das machen wir. Spreeberg. Da ruft ein Rothirsch. Freunde, wir gehen mal kurz gucken. Bevor wir uns hier auf den Weg machen. Ne? Richtung Spreeberg. Werden wir noch gucken, dass wir vielleicht den Rothirsch sehen. Aber bin mir nicht sicher, ob das klappt. Weil es da ziemlich buschig ist. Ich habe den Rothirsch-Caller noch nicht. Und dann wird es, glaube ich, schwer, da irgendwie voll nicht hinterher zu kommen schon. Wenn er denn ziehend ist. Und wenn er steht, uns anzupischen, weil Wind ist eigentlich in Ordnung, aber da haben wir eigentlich gute Karten. Ich laufe jetzt mal ein bisschen, weil mir das hier ein bisschen zu lange dauert. Der hat ja gerade nur einen Brunftruf gemacht und keinen Warnschrei, also ist noch alles gut. Ich habe mittlerweile auch die 270er Polymergeschosse unlocked. Die sind auf jeden Fall auch richtig nice. Habe ich gerade schon ein paar Wildschweine mit erlegt. Ich habe einen Ruf gehört, aber da wurde mir nicht angezeigt. Bleiben wir mal ein bisschen lockerer in der Hüfte, ne? Ich wurde gerade auch schon von einem Rudel Wildschwein überrannt. Die kam da, die habe ich in so einer Ruhezone gestört und dann kamen sie alle auf mich zugerannt und dann eins nach dem anderen, schön über mich drüber. Hab aber mit 5 HP überlebt. Das war ziemlich knapp. Dann haben sich 3 Stück im Felsen festgebackt und dann konnte ich die erschießen. Das war meine Rache. Ja? Aber ich glaube, das ist hier ziemlich waldig, oder? Dann haben wir da wahrscheinlich wenig Chancen. Wobei, ne, dann ist ein Feld. Na, guck an, wenn er hier statt draufstehen würde, könnten wir den mit ein bisschen Glück sogar erlegen. Ach, da unten zieht ein Reh. There should be a track nearby. Sollen wir das Reh nehmen? Ich meine, bevor wir den Hirsch halt nicht finden. Da. Umherziehend. Weiblich. Da ist der Hirsch. Ne, dreh dich nicht um. Oh, den habe ich an meinen Kiefer geschossen, oder? Dem habe ich doch, habe ich wieder. Beim Schuss bin ich wieder abgerutscht, ey, Freunde, wie beim letzten Mal. Oder war das davor, das Mal? Ich weiß es nicht. Ach, ey, da hätte ich dem schön auf die Lunge zielen können. Ja, auf jeden Fall wird der nicht verenden. Der hat einen sauberen Kieferschuss sitzen. Deshalb macht man keine Kopfschüsse. Der, genau das habe ich. Wollte mal den Vorführeffekt machen, warum man keine Kopfschüsse macht. Das Ding ist, ich hatte echt Angst, dass er jetzt in den Wald reinzieht. Und ich den dann halt nicht mehr da rauskriege, ne? Wir können auch hier mal drauf gucken, ja. Da nix pink. Der wird mit Sicherheit nicht so schnell verenden oder auch gar nicht. Da ist der Anschuss. Ah, er gibt aber noch einen. Ach, ein Wildschwein ist das. Ein Wildschwein habe ich aber als Lockruf.
Fleischwunde haben wir hier. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt ist die Frage, ob wir den jetzt verfolgen, weil das ist ehrlich gesagt aussichtslos. Außerdem steht er gleich wieder irgendwo vor mir. Ach, wobei, ich kann nicht hier drauf gucken aufs Feld, wenn ich das Wildschwein sehe. Kann ich es erlegen. Ja, so ist das nämlich. Da willst du ja Spreeberg und schon bist du hier wieder von 10 Tieren abgelenkt, weil du mal eben dem Hirsch nachgehen möchtest. Ne? Da kommst du wieder zu nix hier. Ach, das ist ein Wildschwein. Da zieht es vor mir im Wald. Es sind sogar zwei, oder? Ich weiß nicht, ob es zwei waren. Das ist auf jeden Fall tot. War, glaube ich, doch nur das eine. Na gut, ich glaube, den hier stehen lassen wir mal außen vor. Genau, das ist der pinke Kreis vom Wildschwein. Hirsche gehen wir dann nächstes Mal noch jagen. Den werden wir jetzt nicht bekommen. Ich habe jetzt keinen Bock, den hier im Unterholz zu verfolgen. Hä? Das müsste ein Reh sein, oder? Ich call jetzt einfach mal für Reh. Wo ist mein Caller? Hallo? Alles verbuggt hier jetzt? Okay, ich kann gar nichts mehr rausnehmen. Okay, auch gut. Dann sammeln wir noch das Wildschwein an und dann muss ich mal gucken, dass ich den Bug eben behoben bekomme. Mausrad geht auch nicht. Ich kriege zwar noch hier unten alles durchgeswitcht. Kann ich noch nachladen? Ne, auch nicht mehr. Verrückt. Verrückt. Na gut, da kann ich auch mal eben hier schneller laufen, weil es sowieso dann vollkommen egal. Was haben wir hier? Ruhegebiet für ein Wildschwein. Das haben wir erlegt. Nehmen wir hier an und sehen, da hat wir hier schön 860 Cash wieder bekommen. So, annehmen. Und geht immer noch nichts. Kriege ich mein GPS nicht raus. Na gut, dann muss ich mal gucken, ob ich vielleicht mit zurückporten mich wieder hinbekomme. Oder wir porten direkt nach Spreeberg hin, da wo wir eigentlich hin. Und dann hoffen wir, dass das durch den Loading Screen gefixt wird. Wenn nicht, müssen wir das mal kurz cutten. Das sieht gut aus. Bug behoben. Sehr schön. Ich werde noch ein bisschen aufpositionieren. Und dann können wir direkt los in Spreeberg die Mission erfüllen. Ein Rehschrei müssen wir suchen. Aber wir haben schon mal das Wildschwein und schon ein paar Tiere gesehen. Das ist doch schon mal ganz ordentlich. So, Munition, Freunde. Gewehre. Jetzt geht das nicht, oder was? Doch. Polymer-Spitzgeschosse. 243 kaufen wir mal zwei Pakete. Und von der 270 auch. So, das haben wir. Da habe ich noch 30.900. Warte mal. Ich gucke nochmal kurz nach dem Duftstoff. Das verwirrt mich echt. Rehduft. 17 von 30. Okay, 30 war es. Nicht 34, aber 30 ist trotzdem hoch, ne? Schwarzwedel 57. Und dass zum Beispiel der Wapiti-Duftstoff geringer ist im Level, ist, glaube ich, der einzige, den man schon kaufen kann. Also, das wird wohl eine Mission für die spätere Abteilung dann sein. Visiere wollte ich kaufen, tatsächlich. Denn ich habe das nächste freigeschaltet. Und das kostet 30.000, die habe ich jetzt. Also, kaufen wir das mit achtfacher Vergrößerung, oder? Zack. Zack. Dann nehmen wir das noch mit. Oh, guck mal hier, warum habe ich die denn? Habe ich da tatsächlich die Teilmantelgeschosse in der 270 drin gehabt? Alles klar. Ich habe gedacht, ich habe das schon mal getauscht. Anscheinend wohl nicht. So. Das machen wir jetzt. Ich gehe mal kurz hier ein bisschen weg, weil wir sonst die ganze Zeit die Musik hier haben. Schön gegen den Wind, Freunde. Da können wir gleich hinlaufen. Bisschen rein in den Wald. Dann mache ich die Mission jetzt aktiv. Ja, sehr gut. Dann gucken wir mal kurz. Das ist die 270. Die ziehen wir mal kurz weg. Dann ziehen wir die wieder drauf. So, Teilmantel Polymer-Spitzgeschoss, da habe ich aber letztes Mal auch was gewählt. Ach, und hier weiß ich jetzt nicht, welches ist, ne? 50-50 Chance. Das sieht nicht nach achtfach aus. Das sieht auf jeden Fall nicht nach achtfach aus.
So, nochmal. Polymerspitz. Haben wir gerade das erste oder das zweite genommen? Ich weiß es nicht mehr. Nee, das war jetzt das erste. So. Das war das erste, Freunde. Polymerspitz. Zweites. Ja, das sieht gut aus. Ja. Okay, da haben wir jetzt auf jeden Fall ein dickeres Scope drauf. Ist natürlich dann für kurze Distanz ein bisschen viel, glaube ich. Aber ich schieße sowieso mal mit bei dem anderen mit Vierfachvergrößerung. Das ist hier die Mindestvergrößerung. Deshalb passt das, glaube ich, ganz gut soweit. Und wir wollen mal kurz gucken, hier, wo wir für Maps sind. Ja. Ja, sehr gut. Werden wir schon irgendwo was finden hier. Ich muss sagen, Spreewald gefällt mir eigentlich ganz gut. Wir werden gleich sehen, die offenen Wälder hier. Denn hier sind auch so, was sind das hier, Fichten? Ich weiß es wieder nicht, kannst du nicht erkennen. Da gibt es wirklich Baumexperten unter euch, die wissen das bestimmt. Auf jeden Fall Nadelwald, sage ich einfach mal, ja. Und da gibt es kein Unterholz. Da sieht man die Tiere sehr gut. Teilweise auch auf etwas größere Entfernung. Und das ist halt nicht so dicht bewuchert wie der Rest von Hirschfelden. Außer die Felder natürlich, die sind auch mal schön offen. Aber so als Waldgegend finde ich das hier sehr, sehr schön. Und hier kann man dann auch das ein oder andere Tier zur Strecke bringen. Hier muss man auch die Mission machen mit dem Fuchs per Bogen. Die habe ich heute zum Glück im ersten Versuch direkt geschafft. Ich weiß noch, dass die mich in der Beta verrückt gemacht hat. Weil ich nie an einen Fuchs rankam. Und heute habe ich glücklicherweise einen Fuchs getroffen, der sich bereit erklärt hat, sich breit vor mich hinzustellen. Da habe ich den auch noch glücklicherweise ins Genick geschossen. Das war auch noch so ein Glücksschuss. Da guck mal, da ist schon ein Tier. Zumindest die Fährten. Gucken, ob es ein Reh ist, weil wir eine Rehfährte identifizieren müssen. Ich glaube, ein Ruf, ein Reh. Ach, ein Ruf, ein Reh. Ein Ruf, eine Fährte und noch irgendwas. Natürlich ein Dammhirsch. So ist das nämlich wieder, ne? Was hast du noch? Ach, Losung, genau. Ist das ein Busch? Ja. Ein oranger Busch und kein Reh. Die verwirren mich immer, die Büsche. Die sehen nämlich echt aus manchmal wie so ein Reh, was da steht. Weil die fast dieselbe Färbung haben. Und wenn das in so einer grünen Wiese steht, dann könntest du schon mal manchmal denken, na, was haben wir denn da? Aber leider haben wir hier kein Reh gerade. Und da ist schon wieder der Laubwald. Das ist echt schade. Ich würde von der Hütte eigentlich auch mal lieber nach Südwesten laufen, aber da ist immer der Wind. Da steht immer der Wind. Wenn ich da hingehe, von der Hütte aus, jedes Mal steht da genau der Wind hin. Denn da kommt auch so Nadelwald, aber gut, müssen wir uns halt hier jetzt irgendwie durchquälen. Die Rehe lassen sich ja zum Glück leicht rancallen. Aber ist ja, wäre schon mal ein Anfang, wenn wir zumindest eine Fährte finden würden, damit wir schon mal die Mission abschließen, weil wer weiß, was wir danach machen müssen. Vielleicht müssen wir eins erlegen. Und dann wäre es auf jeden Fall gut, wenn wir dann auch die passende Mission dafür hätten. Aber find mal so eine Fährte. Wenn du die suchst. Ach, guck mal, da ist ein bisschen Nadelwald, da gehen wir jetzt hin. Na, ja, guck mal, jetzt ist er auf den Südwesten. Siehst du, glaube ich, schon mal zurück. So ist er nämlich, ne? Dreht sich im Kreis. Guck mal, dann ist die Fährte von dem Dammhirsch. Ich habe dort gehört, aber ich habe kein Dings bekommen. Ich call jetzt einfach mal mit dem hier. Aber ich weiß nicht, in welche Richtung der war. So genau habe ich jetzt nicht hingehört. Ich pirsch mal ein bisschen weiter. Einfach mal beten, dass ich jetzt Glück habe. Wir wollen einfach sowieso nach Norden, deshalb laufe ich jetzt einfach dahin weiter und guck, ob wir vielleicht noch einen Warning Call bekommen. Ist auf jeden Fall irgendwas in der Nähe. Manchmal werden die Rufe einfach nicht angezeigt. Ich weiß nicht warum. Ob es ein Bug ist oder ob es Absicht ist. Keine Ahnung. Jetzt werde ich lauf einfach.
Weil dann kriege ich ja viel eher den Warning Call. Und den brauche ich ja zumindest für die Mission. Aber hier scheint er nicht gewesen zu sein. Jetzt sind wir schon beim Schloss. Wir laufen mal hier rüber nach Westen. Da kommt auch wieder Nadelwald. Da ist es wieder ein Ticken offener und schöner, um die Rehe zu sehen. Aber dass die nicht mal eine Fährte ist, ne? Wiesente gibt es hier auch. Habe ich heute auch schon eins geschossen. Die tummeln sich auch hier gerne in den Nadelwäldern rum. Gerade so Richtung Schloss, hier habe ich schon ein paar gesehen, die da ihr Unwesen treiben. Aber ich glaube, das gibt hier nichts, ne? Ich würde sagen, wir cutten das erstmal, bis ich hier was gefunden habe, sonst dauert das hier noch Jahrzehnte. So, wir sind mal kurz zurück, denn da vorne rennt ein Wiesen. Ich habe immer noch keinen Reh gefunden, aber jetzt... Oh, da steht es. Hallo, mein kleiner Freund. Na, möchtest du dich nochmal breitstellen? Ich werde dir mit Sicherheit nicht schräg vorne reinschießen und auch keinen Kopfschuss versuchen. Okay, vielleicht schieße ich dir jetzt da rein. Schlechte Idee, glaube ich. Oh, was war das? Achso, das war... den hat er gar nicht... Habe ich jetzt hier einen Bug, dass ich die nicht treffe, oder was? Treffen tue ich die auf jeden Fall. Der kommt auf mich zu! LOL! Er will mich töten! Gut, dass der verbuggt ist. Ah, guck mal, er verliert aber Lungenblut. Jetzt stirbt doch endlich. Ja, genau, er kommt nochmal auf mich zu. Das ist ja wie Stierkampf hier. Oh, ich habe keine Muni mehr. Oh, zum Glück treffen die nicht, weil die so schlecht laufen. Jetzt habe ich ihn, glaube ich, von unten ins Herz geschossen oder so. Meine Güte! Das habe ich heute schon mal gehabt. Da ist der genau auf mich zugelaufen und der ist einfach direkt vor mir tot umgefallen. Ich glaube, die sind richtig aggressiv, wenn man die anschießt. Das ist kein Spaß mit denen. Aber der ist jetzt hier irgendwie... Keine Ahnung, wo habe ich den denn getroffen, dass der nicht... Dass er noch so lange gegangen ist. Ach guck, im ersten... Hat es nicht gereicht, das ist nämlich echt... Ja, von vorne schräg rein ist natürlich viel Fleisch. Ich meine, er ist tief durchgedrungen, fast bis zur Lunge, aber eben nicht ganz. Sogar fast bis zum Herz, meine Güte. Aber da musst du echt einfach draufhalten auf den Körper. Von der Seite am besten. Zweiter Schuss ging dann in die Lunge rein tatsächlich. Aber hat ihn trotzdem noch lange überleben lassen, obwohl wir die zwei 70er hier haben. Ach guck mal, man kriegt sogar pro Schuss hier die Punkte, wenn die aufgeteilt. Ich habe mich mal gewundert, warum ich für manche Schüsse nur einen Punkt bekomme oder so, aber die werden hier aufgeteilt, sehe ich gerade. Lungenschuss gibt mehr Punkte, logischerweise. Dann haben wir nochmal die Lunge getroffen und nochmal die Lunge. Drei Lungenschüsse mit der 270, bis er tot war. Meine Güte, für so einen 76er. Also ich glaube, der wäre auch mit einem Lungenschuss halt verendet, aber hätte halt etwas länger gedauert. Und da er uns angegriffen hat, hatte ich jetzt nicht so die Mega-Wahl. Also da ist das Scorp jetzt gar nicht mal so geil, wenn der so ein Wiesen auf dich zurast. Dann könnte man sich überlegen, vielleicht das Scorp nicht zu benutzen. Ich glaube sogar, es gibt ja diesen Kimmer-Korn-Modus mit mittlerer Maustaste. Aber ich habe auch mit mittlerer Maustaste mal noch meinen Makro-League von CSGO, deshalb schieße ich da direkt. Und deshalb kann ich das nicht benutzen, muss ich mal umstellen auf jeden Fall. Aber ich jetzt natürlich wieder vergessen... Und nicht dran gedacht, das umzustellen. Aber stand auf jeden Fall schon ein paar Mal in den Kommentaren und im Livestream wurde es auch erwähnt, dass es wohl mit mittlerer Maustaste so ein Schnellschuss-Ding gibt mit Kimmer und Korn. Keine Ahnung. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie diesen Bug fixen mit dem Scope. Dass man da nicht immer so... So, ne? Ihr habt es ja gerade gesehen. Dass man sich halt quasi ins Auge drückt und dann nur noch so einen schwarzen Bildschirm kurz hat. Das ist ja mit dem Scope noch schlimmer als mit dem anderen. Mit dem anderen kannst du noch so ein bisschen da durchgucken dann. Aber mit dem Scope hier siehst du ja erstmal gar nichts.
Also, das ist mit Sicherheit nicht ganz optimal. Aber was wir nicht haben, ist ein Reh. Freunde, wo sind die Rehe hier in Spreeberg? Haben uns extra hier einen schwierigen Task gegeben. Unglaublich. 6 Stunden später. Da ist er ja endlich. Unser kleiner Freund. Meine Güte. Ein männlicher. Das heißt, ich werde den mal kurz callen. Auch wenn er jetzt echt mit dem Wind steht so ein bisschen. Das ist nicht ganz so gut. Das heißt, ich weiß nicht, ob der wirklich rankommt. Ob wir den sehen werden. Aber wir müssen dann zumindest die Fährte von ihm finden. Heißt also, auch wenn wir den schießen sollten, muss ich erst die Fährten von ihm tracken. Oh, ist hier aber ziemlich buschig, ne? Ich glaube, das wird hier fast ein Ding der Möglichkeit, aber hier ist so ein bisschen offen. Dazu müsste aber wirklich nah rankommen. Ich warte mal kurz hier so 1-2 Minuten. Ob wir den vielleicht dann zu Gesicht bekommen. Meistens sind die sogar relativ schnell, wenn sie denn dann kommen. Und laufen straight auf einen zu. Also drücken wir mal ein bisschen die Daumen und warten. Vorhin drücken wir die Daumen, dass der nicht ganz so weit weg war. Denn sonst stehen wir da natürlich. Und warten hier im Zweifel vergebens. Position wird nicht besser, egal wo ich mich hinstelle. Ich würde gerne eigentlich durch die Büsche da durchgucken, ob da vielleicht was mehr zu sehen ist. Guck mal, da vorne ist eine Fährte. Ist da vielleicht sogar schon eine vom Reh? Vielleicht ist es auch direkt beim ersten Warnlaut schon abgesprungen. Kann auch sein. Das ist ein Reh, sehr gut. Heißt also, jetzt brauchen wir noch die Losung. Aber wenn wir einfach der Spur folgen, dann sollten wir das ja früher oder später finden, oder? Da vorne sind noch ein paar Fußspuren. Ah, es steht sogar auch hier vorne irgendwo. Aber genau wieder auf dem Hang hier unten und ich laufe genau mit dem Wind, das ist echt... echt ein bisschen blöd. Heißt, da kann ich auch pirschen, wie ich will. Das wird mir, glaube ich, nichts bringen. Ja, es steht halt vor uns, ne? Aber wir sehen halt ungefähr den Busch hier. Weiß, wenn ich mich hinstelle, sehe ich auch nicht mehr. Ne, ich sehe auch nirgends vom Kopf. Fackeln oder so. Jetzt ruft er noch ein Fuchs da hinten. Aber den sehe ich auch nicht. Vielleicht auch schon in den Büschen unten drin. Auf der Wiese ist er auf jeden Fall nicht. Oder Dreh aber. Der Dreh ist irgendwo... Da rentet. Ach, da rentet. Scheiße. Rennt vielleicht auf die Wiese. Nee, leider nicht. Leider nicht. Na gut, den Fuchs brauche ich hier gar nicht anlocken. Wenn der nämlich in den Büschen drin ist, dann siehst du den gar nicht. Das ist sowieso sinnlos. Das heißt, ich werde jetzt erstmal die Losung hier versuchen zu finden von dem Reh. Vielleicht haben wir da wenigstens Glück. Aber jetzt wird das Reh einfach die ganze Zeit nicht scheißen, wa? Wie ich das wieder kenne hier. Rennen wir jetzt zur Reh hinterher hier. Und es wird einfach nicht scheißen müssen. Da ist noch die normale Fährte. Das ist dann wahrscheinlich die vom Wegrennen. Aber ich kann das da sehen. Ich habe hier mittlerweile so einen Skill unlocked, der die Punkte miteinander verbindet, wenn die dann nacheinander hinterlassen wurden. Na gut, aber steht da hinten in dem Busch drin, ne?
Ach, Freunde, aber wir müssen ja noch Pferde bleiben. Das reicht ja eigentlich für die Mission. Aber ich hätte das Regen noch erlegt eigentlich. Es steht in der Büsche drin. Die Frage ist, ob es rauskommt. Steht hier im Fluss irgendwas, am See? Ich sehe nichts. Die Frage ist, ob es nochmal rauskommt. Es wäre gerade auch zu uns gekommen, trotz Wind. Also gebe ich ihm jetzt nochmal ein paar Sekunden. Und warte nochmal. Und da kommt er auch schon angetrabt. Guck an. Und es sollte auch liegen. Das Blöde ist, wenn er sich in der Zeit nicht geschissen hat, dann haben wir echt ein Problem. Aber da vorne... Ne, das sind auch Fußspuren. Da liegt das Reh. Ach komm, ey, du musst doch Angst gehabt haben. Du musst ja auch die Buchse voll gemacht haben, mein kleiner Freund. Aber das ist eine Fußspur, das kann doch nicht wahr sein. Da muss ich mal zurücklaufen, oder was? Warte mal, das hier ist wahrscheinlich die andere Richtung, oder? Ja. Komm, mach mal einen Schnelldurchgang. Aber hier ist er gar nicht mehr gewesen, ne? Der hat dann hier schon umgedreht, oder was? Och Mensch, hat er echt nicht mehr seine Hinterlassenschaften liegen lassen für mich. Was ist das hier? Das ist ein Fuchs, oder? Ja. Ja gut, leider haben wir dann den Kothaufen nicht mehr gefunden. Macht aber nichts. Dann werden wir uns das gute Reh begutachten. Machen ein Foto. So. Haben wir erledigt. Und dann sammle ich das jetzt auf. Was soll's. Und werde dann halt die Spuren offscreen suchen. Also ihr wart durch beide Lungen durch. Sehr gut. Nochmal XP-Bonus. Ist auch immer gut. Und dann beenden wir hier das Video an der Stelle. Haben wir immerhin ein Wiesent, ein Reh und ein Wildschwein gesehen. Also schon mal ein bisschen erfolgreich den Hirsch leider versammelt. Den hätte ich echt gern geschossen, aber gut, weil ich dafür wieder für eine Zuckung hatte, weiß ich auch nicht. Das kann man nicht ändern. Also sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.